Insgesamt kann ich so mir begrüßen, die Arbeit, die durch die verfassungsgebende Kommission an den letzten Monaten und Jahren gemäht ging, grundsätzlich. Natürlich können wir nicht mit allen Punkten d'accord sein, das wäre ja auch verwunderlich, oder haben einen leicht divergierenden oder differenten Avis. Erstaunlich ist schon, dass wir so eine große Verfassungsreform im Moment kriegen, wenn ich bedenke, dass viele Länder, gerade demokratische Länder, hilfreich drauf sind, wie lange sie schon eine Verfassung haben und auf der sie sich basieren. Ich will da nur als Beispiel Vereinigte Staaten von Amerika nennen, die für die hier grundsätzlich Verfassung, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, so etwas wie eine Bibel, wie ein Heiligtum, an die sich haut nach, ob die Basis da berufen. Das heißt, ein Changement muss nicht immer unbedingt etwas Positives sein, auch nicht an einer Demokratie. Wenn wir aber da schon so eine Verfassungsreform, so eine tiefgreifende Verfassungsreform machen, wie man sie heute zu Lützburg projizieren, dann soll den sich schon darüber bewusst sein, dass das dann für eine längere Zeit auch halten muss. Es kann also nicht sein, dass wir eine Verfassungsreform noch kriegen, wo wir dann an der nächsten Mandatsperiode, der nächsten gewählten Mandatsperiode, schon anfangen, um dieser Verfassung zu basteln und umzubauen. Das heißt, eine Verfassung kann und darf nicht ein Objekt gehen, der mit allen Legislaturperioden neu auf die Lehrstuhl geht. Deswegen ist also es wichtig, dass in Lodi sagt, ordentlich und präzise möchte und sich auch die nötige Zeit dafür hält und nicht irgendwelche Chancen elektoral angesagt, für die unbedingt nach vier drin oder danach oder just drunterrum durchzubrechen. Bedingt durch die große Envergure von dieser Verfassungsreform sind wir als ADR auch der Meinung, dass die unbedingt sanktioniert gemisst, nicht nur durch ein Wort an der Chamber, sondern durch ein Referendum, wo die gesamte Lützeburger wahlberechtigte Population hier ein Wort an hier stimmt und darüber aufgehen kann. Verschiedene Proposen sind hier schon von verschiedenen politischen Strömungen gemäht, die wir in so etwas da machen können. Wir sind zum Schluss gekommen, und auch das Nationalkomitee hat uns dafür ein Mandat gegeben, dass es nicht mehr zu einer En-Bloc-Aufstimmung kommen kann, weil eine Verfassung kann ich nicht an Tranchen und an Scheiwächer aufstimmen. Stellt euch vor, wir geben über einzelne Kapiteln oder sogar über einzelne Artikeln aufstimmen. Da könnte ja die Kokass-Situation gehen, dass wir eine Verfassung haben, wo 8 Kapitel oder 7 Kipitel eine Zustimmung fanden, an ein Kapitel nicht. Wie, dass die Verfassung aber an nie greift, dass die Artikel sich teilweise auf nie beziehen, könnte es sein, dass ich irgendwo den Schluss stehen aus dem Gebäude raus will. Dann habe ich eine 2-Drittel-Verfassung, die ich vielleicht validiert habe. Aber was meine ich mit dem anderen Drittel? Da bricht man das ganze Verfassungsgebäude zusammen. Das heißt, so oder so kommt man nicht dahin, entweder kriegen wir eine ganze Verfassungsreform oder wir kriegen gar keine Verfassungsreform. Und da sind wir als Partei ganz klar der Meinung, es muss über das ganz aufgestimmt gehen, en bloc. Zusätzlich vertreten wir auch die Meinung, dass der Lützburger sich dafür drin damit auseinandersetzen können muss. Da sind wir auch dagegen, dass so eine Aufstimmung zum Beispiel kombiniert wird mit Europawahlen oder mit Nationalwahlen. So ein Motto, wenn wir da schon sowieso da sind, dann machen wir das Kreuzchen überall auf dieselben Platz. Am besten nehmen wir nach über den NCKs. Das kann nicht demokratisch sein, das geht eine Verquickung von Interessen, weil du hast Gefahr einfach zu groß, dass Politik da sieht, wenn der will, dass ich an der nächsten Zukunft nach Hause etwas am Land mache, dann müsste auch du nach Erdkreuzen hinmachen. Das hatten wir schon bei einem Europareferendum. So eine Erpressung will man nicht am Kader. Du will man einfach vier wirken. So etwas gehört nicht an den Kader von so einer wichtigen Sache wie der Verfassungsreform. Du stellst euch sicherlich froh, sind wir dafür oder sind wir dagegen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich dann nicht so, weil die Kommission ist noch nicht ganz fertig. Die endgültige Version, über die dann Parlament, beziehungsweise so wie wir meinen, auch letztes Jahr vorliegt, aufzustimmen kriegt, ist noch nicht da. An dem Ablag, wo die endgültige Version da ist, zeige mir eins, dass du nach Reinkeier an den Nationalkomitee ran. Es kommt zu einer politischen, internen Diskussion und ich dann würde mir als Partei decidieren, ob das als Zustimmung findet, so wie dann du vier Leute, oder ob man als Zustimmung nicht geben können. Natürlich muss man sich bewusst sein, es gibt einzelne
Punkten, die müssen dran stehen, an die sollen dran stehen, an any day Punkten kann es sicher nicht zu enger Zustimmung von dieser Partei kommen. Und an anderem, sie hat dann nicht ernimmt das Wahlrecht oder Sachen, die Spruch oder die Identität von Lützeburg gehen. Wir haben jetzt die Arbeit ein bisschen abgedehnt. Ich würde euch über Kapitelweise, ihr wisst, als Verfassung hat sondern eine Reihe Kapitel dann erdehlt. Ich meine eine Reihe von Kapiteln. Oder wir haben damit auch eine Reihe von Kapiteln an. Und Herr Reding mich tatsächlich die Kapitel, die mit der Juristerei zu tun haben, an beschwätzt. Ich fange dann mit den Grundsätzlichen an. Der Kapitel 1 geht hauptsächlich um den État et son territoire et ses habitants, wobei die Kommission davon ausgeht, am gesamten, an der gesamten Verfassung verwandelt sie den Grand Duché de Luxembourg an Lützeburg. Wobei sie das aber explizit nehmen als eine redaktionelle Maßnahme festhält. Wir bestehen aber darauf, dass es ganz klar ist, dass Lützeburg ein Grand Duché de Luxembourg bleibt und nicht Luxembourg einfach geht. A, aus dem Grund, dass wir damit ein Alleinstellungsmerkmal an der Welt tun. Wir sind den einzigen nach existierenden Grand Duché. Zweitens, dass es kein Ausländer verwirselt mit der Provinz de Luxembourg, weil dann haben wir plötzlich les deux Luxembourg. Und der dritte ist natürlich, dass wenn ich plötzlich nicht nach Lützeburg heische, der Schritt vielleicht zu einer Änderung an dieser Staatsform relativ sehr wird, wenn man dann von der Monarchie vielleicht aufschaffen will. Und das heißt, für uns ist ganz klar, an der Verfassung muss stehen, dass Lützeburg Grand Duché de Luxembourg heischt, dann nicht einfach nur Lützeburg. Kapitel 2, wo es um die Liberté publique et les droits fondamentaux geht, haben wir eine Reihe von Punkten, wo wir denken, dass in die, sie sind im Moment auch an dem Vorschlag von der Kommission verteilt über die Gesamtverfassung, wo wir denken, dass in die zusammenfeiern müssen. Und auch an der Reihenfolge liegt andere ging, um ein fundamental Aussage zu machen, was droits fondamentaux angeht. Für uns ist ganz wichtig, dass natürlich den Artikel von der Dignité humaine et inviolable erfasst wird, das hat also auch so viel gesehen, denke ich, als auch indiskutabel. Ein anderer Artikel, so wie ich proposiere das, gesagt im Moment 4, dass intégré physique et mental garantiert ist. Das geht uns als Partei nicht durch. Wir hätten gern, dass für alle Être humains den Droit à la vie also seine Integrität physisch und mental garantiert das. Und das gehört mit Droit à la vie, gehört für uns mit an Verfassung und sollte auch so explizit genannt gehen, weil alle Menschen haben Recht auf Leben. Die anderen Punkte, Tortur, Pen, sind für uns nur rangig, nur dem Recht auf Leben. Und dass natürlich Peine de Mort aufgeschafft ist, ich meine, da hast du keine Diskussion, dass in so etwas reinkommt. Am Punkt Liberté de Pensée sind wir konform mit dem, was an unseren Ideen, mit dem, was am Moment von der Kommission am Moment vorgeschlagen wird. Was die Familie und wie familial nur geht, da können wir uns nicht am Moment der Kommission ausschließen. Am Text, den im Moment proposiert wird, steht dran, dass droit de toute personne de fonder une famille. Selbstverständlich soll jeder Verein Recht haben, eine Familie zu gründen. Aber wenn ich das einfach so am Raum stehen lasse, impliziert das von der Familie, dass ich auch Recht auf kann. Und wir als Partei denken, dass es kein Recht auf kann geben kann, sondern nehmen kann er Recht tun, an einer adäquaten Umgebung, an einer adäquaten Gesellschaft groß zu gehen. Deswegen proposiere mir den Artikel wie folgt zu formulieren. L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Il agit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Wenn ihn da danach stehen lässt, kommen wir einfach an die Situation, dass, wenn ich Recht auf bekannt tun, mir ganz klar an die Richtung Procreation, an Procreation medical, Leihmutter,
an Ähnliches rangehen, weil ich hier auch verfassungsmäßig Recht dann eine Familie zu haben. Da verletzen ich vielleicht nur ganz andere Rechte, Rechte von Kant, Rechte von der Leihmütter, Rechte von ich weiß nicht was. Alles nehmen, ob dem verfassungsmäßigen Recht, ich habe das Recht auf eine Familie. Das tut nur nichts mit Beziehungen zu tun, sie sind homo oder verschiedene geschlechtlich. Das tut einfach nur etwas dummer zu tun, das kann er nicht, ich kann keinen Anspruch auf Kant tun. Ich kann alles probieren für Kant kriegen, ich kann alles probieren für ein komplett, in dem Sinn, komplett Familie, wobei für mich persönlich eine Familie nicht unbedingt auch als Kanner bestorben ist. Darauf kann ich recht tun, aber ich muss keinen Anspruch drauf, den ich rechtsgültig durchsetzen kann. Was Gleichheit für um Gesetz geht, so versicht die Kommission, eine Formulierung zu feiern, die ganz kompliziert ist. Und wir denken, dass ihn einfach an einen ganz klaren und einfachen Satz das präzisieren muss, was wir als Luxemburger brauchen. Und zwar der Satz, les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. Da brauche ich nicht zu präzisieren, ob Frauen gleich sind, Männer gleich sind, Kinder gleich sind, Handicapierte gleich sind oder sonst wen, wenn die Luxemburger als solche égaux für um Gesetz ist. Brauche ich all die Zusätze zu machen. Weil sobald ich Zusätze setze, fange ich an, schon eine Diskriminierung an den Zusatz auszudrücken. Und der Teufel, wenn ich etwas vergesse. Und da wird eine Verfassung, geht ja nicht mehr in den Kader, aber wenn in einer Verfassung steht, dass alles, wo ja gleich für ein Gesetz ist, da brauche ich eigentlich weiter keine Präzision mehr zu haben. Was Versammlungsfreiheit angeht, an Versammlungsrecht, so denke mir, dass Freiheit der Versammlung für uns in Erschränkungen kommen muss. An der jetzigen Propos von der Kommission sind Erschränkungen das mehr redaktionelle Problem für uns der Freiheit von der Versammlung abgelöscht. Und deswegen proposieren wir, dass ein Droit de Rassemblement Pacifique garantie, l'organisation des Rassemblées peut être réglementée pour des raisons de sécurité. Aber grundsätzlich ist Versammlungsfreiheit ein nicht unzutauschend Recht. Kommen wir zur Liberté des Cultes. Da der denkt, und hat das ja auch schon immer auch in ihrem Parteiprogramm promulgiert, dass es eine Religionsfreiheit geben muss und dass es eine Trennung von Kirche und Staat geben muss. Und wir sind auch dagegen, dass das System von den Konventionen für und erhalten bleibt. Und an der jetzigen Verfassungsentwurf also auch so zurückbehalten. Und das können wir auch so begrüßen. Denn Finanzierung von den Religionen, den verschiedenen, ist sicherlich eine Frage, die an der Zukunft gestaltet werden muss, die aber nicht unbedingt an eine Verfassung gehört. Wenn ich an der Verfassung festlege, dass eine Trennung von Kirche und Staat geht, da kann ich an der Verfassung sagen, dass der Recht, die Finanzierung von den verschiedenen Religionen, nur über Gesetz geregelt werden kann. Ein Propos an dem Bereich besteht ja an dem Modell, wie ähnlich wie in Italien, am Ote Pomine. Aber was lo nicht unbedingt an der Verfassung so explizit rangehört. Wichtig für Eisers nach, dass man an Verfassung stehen könnte, dass nul ne peut être contraint d'adhérer à un culte. Das heißt, wir können keinen zwangen, aber wir wollen auch keinen, das soll verfassungsrechtlich auch ganz klar geklärt sein, keine gezwungen sind und enger Religion oder einer religiöser Gemeinschaft unzuhängen. Wichtig ist es auch, dass an dem Zusammenhang den Artikel 4 bestehen bleibt, dass den zivile Mariage an der Verfassung als solches festgehalten wird, an dass den auch immer 4 in einem religiösen Mariage durchsehen muss. Wir müssen bedenken, wir sind ein Land mit ganz vielen verschiedenen Nationen, die hier leben, wohnen, mit vielen Kulturen, die sich hier überschneiden. Und nicht an alle Kulturen, die hier zuletzt präsent sind, hat den zivilen Mariage dieselbe Wertigkeit wie ein Vereise hat. Und an vielen also doch nach so, dass der religiöse Mariage eigentlich den einzigen ist, den eine Wertigkeit hat. Und deswegen müssen wir einfach garantieren, dass jeder, der hier zuletzt lebt, er wohnt, auch hier erstmal an sich hier bestätigen will, erstmal ein zivilen Mariage durchsehen muss.
wenn er sich bestürden will, und du nur kann er, wie soll ich so, glücklich gehen, à sa façon, das heißt, die religiöse Zeremonie dann durchziehen, die er meint, dass er reicht, und die noch ganz absolut an aller Freiheit machen können soll. Vierteil von der Trennung von Kirche-Staat ist des Weiteren, dass der Staat sich auch nicht mehr an die Nominierungen von den einzelnen Pasteur, Geistlichen oder wen auch immer amischt, weil das dann eine Rangsache von der Kirche geht. Was den Enseignement angeht, da ist es so, dass wir uns mit dem Text, den der Conseil d'État regeln hat, voll identifizieren können, wobei man natürlich da auch denken, dass es gut wäre, wenn dann das, was du da garantiert hast, droit à l'éducation, an den Garantie d'accès, dann auch als solch umgesetzt werden müssen vom Gesetzgeber. Als letzter Punkt an dem Bereich, wo ich noch drüber schwätzen, sind droit des personnes handicapées. Das ist gut, dass das so an die Verfassung rankommt, wie die Kommission das vorgesehen hat. Wichtig als Eis aber nicht so, das Lippenbekenntnis an der Verfassung zu holen, dass die Handicapé, dass den, die Leute als Handicapé einen Anspruch haben, sondern dass das auch von Aktionen an der Realität folgen soll. Ich meine, den einen oder anderen hört ja an der Presse, von ihr ich sicherlich die ganzen Reportagen an den letzten Wochen mitkriegt oder dich, wie schwer das eigentlich ist, als Handicapé einen Heim zu Lützburg zu wohnen und zu leben und zu einem normalen, was für Eis ganz einfach ist. Seine Sachen nur zu gehen. Und, da kann es nicht sein, dass man es einfach nur mit einem Deckmäntelchen gehen, an dem man an der Verfassung so ein, ja, du hast Recht als Handicapierten und dann die entsprechenden Gesetze nicht folgen lassen.